Betriebliche Logistik ist das Thema unserer Zeit. Denn moderne Unternehmen, ganz gleich in welchem Land, müssen marktwirtschaftlich arbeiten. Gebhardt realisiert ganzheitliche Materialflusslösungen und ist ein anerkannter Partner der Industrie im In- und Ausland. In der Elektroindustrie, in der Konsumgüterindustrie, im Versandhandel und in der Lebensmittelbranche. Es geht dabei um Sortieren, Montieren, Kommissionieren und Transportieren. Die Deutsche Post AG hat Hochsaison. Da muss es schnell gehen. Hoher Durchsatz ist hier ein Muss. Für die Briefpostdienste realisierte Gebhardt modernste Fördertechnik. Die Getränkebranche verzeichnet besonders im Sommer einen hohen Durchsatz. Die Bitburger Brauerei installierte dafür Durchlaufpuffer. Denn eine Nennausbringung von 120.000 Flaschen entspricht 150 Paletten pro Stunde. Bei der Abnahme von 4 Paletten werden insgesamt 3.800 Flaschen, das heißt 4 Tonnen, gleichzeitig bewegt. Logistikplanung heißt bei Gebhardt Systemlösungen entwickeln. Fertigungs- und Informationstechnik sind mit der Materialflusssteuerung zu integrieren. Mit computerunterstützter Simulation werden Systemfehler von vornherein eliminiert, die Wirtschaftlichkeit optimiert, die Investitionskosten minimiert. Neff in Bretten fertigt bis zu 1.300 Herde und fast 2.500 Dunstabzugshauben am Tag. Hier in der Montage kommt es darauf an, Arbeitsplätze ergonomisch zu gestalten. Kipp-, Dreh- und Wendestationen ermöglichen ein einfaches und vor allem sicheres Arbeiten. Bang & Olufsen verarbeitet modernstes Design mit anspruchsvoller Technik. Ein hoher Marktanteil allein in Deutschland veranlasste Bang & Olufsen, modernste Rationalisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Montagelinien, die den hohen qualitativen Ansprüchen gerecht werden. Als Antwort auf die Dynamisierung der Absatzmärkte hat Gebhardt ein modulares Montagefördersystem entwickelt. Es gewährleistet die Verknüpfung von Fertigungsbereichen für manuelle und halbautomatische Bearbeitung. Es integriert Fertigungs- und Informationstechnik mit Materialflusssteuerung und Qualitätsprüfung auf jeder Fertigungsstufe. Über der Gebhardt-Fertigung steht ein zentraler Gedanke. Beste Qualität bis ins kleinste Detail. Innovative Verfahren helfen dabei, schnell, wirtschaftlich und rationell zu produzieren.
Person zur Ware. Ein Prinzip der Kommissionierung. Bei Hirschmann in Österreich sind die Gebhardt-Regal-Bediengeräte im Dauereinsatz. Ergonomie, Bedienerfreundlichkeit und Schnelligkeit zeichnen das System aus. Peugeot in Frankreich baute in Vesoul ein zentrales Ersatzteillager für die weltweite Verteilung der Ersatzteile. Ware zur Person. So heißt das andere Kommissionierprinzip. Behälter fahren vom Lager zu den Bahnhöfen. Insgesamt werden so am Tag fast 2000 Ersatzteilaufträge kommissioniert. Pepperl und Fuchs in Mannheim kommissioniert seine Kleinteile mit 4 automatischen Regalbediengeräten. Elektronische Bauteile und Fertigteile werden in Behältern zur Aus- und Einlagerung gefördert. Bis zu 200 Kilogramm können sie transportieren. Die Gebhardt-Projektingenieure entwickeln Lösungen, die neben hoher Funktionalität auch Forderungen nach Wirtschaftlichkeit und Informationsverarbeitung erfüllen. Die Systeme sind flexibel einsetzbar. Dabei sind sie funktionssicher, servicefreundlich und, darauf kommt es besonders an, aufwärtskompatibel. Spar Verteilzentrum Heilbronn. Gebhardt plante hierfür eine Sortiereinrichtung, mit der einzelne Chargen automatisch zugeordnet werden. Langsamdreher werden hier in einem kleinen Lager kommissioniert und einer Verteileinrichtung bedarfsgerecht zugefördert. Transportieren, montieren, kommissionieren und sortieren. Mit neuen Ideen bringt Gebhardt immer wieder Lösungen, die einfache Konstruktion mit hohem Wirkungsgrad verbinden. Schneller Aufbau sowie flexible Anpassung an sich verändernde Anforderungen bieten dem Betreiber berechenbare Investitionskosten, Zeitgewinn für einen Wettbewerbsvorsprung und höhere Wertschöpfung unter Nutzung von Humanressourcen. Gebhardt bringt Fortschritt in die betriebliche Logistik.